Österreicher F100 Ford Pickup. Das meiste noch im Erstlack. Bett ist etwas rostig. Hat eine relativ neue Truckbox. Hier liegen noch neue Spurstangenköpfe, eine Spurstange und nochmal ein Instrumentenbrett. Zweiter Tank dabei. Innen recht gut. Überall ein bisschen oberflächlicher Rost. Die eine oder andere Ecke wurde bereits geschweißt. Sehr, sehr gut gemacht. Armaturenbrett Oberteil von der kalifornischen Sonne gerissen. Ein neues ist im Zulauf, gibt es zum Fahrzeug dazu. Sitze wurden mal gemacht. Springt an auf Schlüsselzeig. Flowmaster Auspuff drunter. Dort hängt noch da. Hatte vorne links einen leichten Schaden. Ist ein neuer Kotflügel dran. Den alten gibt es auch noch dazu, dass man sieht, dass es nur ein geringer Blechschaden war. Auch die Lampenumrandung habe ich leider nur in Alu bekommen. Die Haube hat hier eine kleine Durchrostung. Wie auch immer. Und hier vorne. Aber immer noch so schwer baut man heute einen Smart draus. 360er Motor, läuft sehr schön. Sogar noch Original-Bordwerkzeug mit Wagenheber vorhanden. Die originale Radkappen, hier sind auch zwei kleine Stellen geschweißt worden, durch Ausbrennen und stumpf Einschweißen. Das Dach wurde mal lackiert. Schöner, angenehmer Ton. Dieser Schaltwagen, ich bin damit selbst in den USA ca. 200 Kilometer gefahren, problemlos. Hat etwas Spiel in der Lenkung, darum die neuen Spurstangen dabei. Hier hinten gibt es eine Beule und hier eine Durchrostung. Das Blech bis zum Schloss von unten ist neu dabei. Das Schloss ist neu. Hier ist ebenfalls eine kleine Durchrostung.